In dem heutigen Video werde ich diese Eisenkugel auf 900 Grad Celsius erhitzen und danach in kaltes Wasser schmeißen. Damit ich die Metallkugel erhitzen kann, ohne dass dabei der Boden abbrennt oder zu viel Wärme an den Boden abgegeben wird, schlage ich drei Nägel in ein Holzbrett, worauf ich dann die Eisenkugel legen kann. Und damit habe ich eine relativ kleine Auflagefläche. Zum Erhitzen teste ich zwei Varianten. Einmal den Bunsenbrenner und einmal Grillkohle. Mit dem Thermometer überprüfe ich die Temperatur und warte, bis ich die 900 Grad Celsius erreicht habe. Und das dauert etwas. In ein temperaturbeständiges Gefäß fülle ich in der Zeit kaltes Wasser. Ist die Temperatur erreicht, schmeiße ich die erhitzte Kugel ins Wasser. Am Anfang sieht man, dass sich eine Schutzhülle um die Kugel bildet. Nach kurzer Zeit verschwindet die Schutzhülle und das Wasser fängt an zu kochen. Und diesen Effekt nennt man Leidenfrost-Effekt. Der Effekt beschreibt, der große Temperaturunterschied lässt eine hauchdünne Wasserdampfschicht entstehen, die die Metallkugel umschließt. Dabei erwärmt sich das Wasser deutlich langsamer als ohne diese Hülle, da der Kontakt dadurch verringert wird. Es entsteht eine Art Isolierung und je größer der Temperaturunterschied, desto länger hält der Effekt an. Und wenn ihr keinen Bunsenbrenner habt, könnt ihr auch einen Grillkamin und Kohle nehmen. Hier dauert das Erwärmen zwar etwas länger, aber der Effekt kommt genauso gut rüber. Und vielleicht kennt ihr den Effekt ja schon vom Küchenherd. Treffen dort Wassertropfen auf die heiße Oberfläche, schweben die Tropfen über die Platte und verdunsten nicht. Und daraus kann man noch einen ziemlich coolen Versuch machen. Wir nehmen diese Aqualinos. Im Rohzustand sind das einfach nur kleine Plastikkügelchen. Legt man die Aqualinos aber mehrere Stunden ins Wasser, saugen sie sich voll und quellen auf. Und wenn man die vollgesogenen Aqualinos jetzt in die heiße Pfanne schmeißt, hüpfen sie wie wild durch die Pfanne, aber brennen nicht an. Und mit der heißen Pfanne können wir noch etwas Cooles machen. Wenn man in die heiße Pfanne jetzt Wasser schüttet und das Wasser mit einer Kreisbewegung in eine Rotationsbewegung bringt, hört die Bewegung durch den minimalen Widerstand fast gar nicht mehr auf. Das Wasser rotiert fast dauerhaft in der Pfanne. Nur an dieser einen Stelle hier, da klappt das nicht ganz. Hier ist mir ein Aqualino etwas eingebrannt. Dadurch ist die Oberfläche etwas rauer und es kann sich keine homogene Wasserdampfschicht bilden. Das heißt, hier kann Wärme ans Wasser weitergegeben werden und das Wasser, das hängen bleibt, fängt an zu kochen. Schauen wir uns den Leidenfrost-Effekt mit der Highspeed-Kamera an. Dazu filme ich mit 1000 Bildern pro Sekunde. Ich verwende hier aber nicht die Metallkugel, sondern eine Schraubenmutter, um zu zeigen, dass hier genau der gleiche Effekt entstehen kann. Durch die größere Oberfläche hält er aber nicht ganz so lange an. Es bildet sich sofort eine schützende Hülle um die Schraubenmutter, die durch die Fallbewegung am Anfang etwas wegrutscht und eine Wasserdampfblase bildet. Nach kurzer Zeit erhitzt sich das Wasser und die Schraubenmutter kühlt ab und der Effekt verschwindet. Und jetzt seid ihr dran. Habt ihr einen Vorschlag, wie ich die Metallkugel noch weiter erhitzen kann? Und soll ich den Versuch dann nochmal wiederholen mit einer beispielsweise glühenden Metallkugel? Schreibt es mir in die Kommentare. Und vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr keines der weiteren Videos mehr verpasst. Atmet man jetzt Helium ein? Erhöht sich deutlich die Frequenz von der eigenen Stimme. Das hängt damit zusammen, dass die Heliumatome deutlich leichter sind als die von der Luft. Mit der Zeit, vor allem wenn man mehrmals